Kaisers präsentiert. Herzlich willkommen zu Berlin kocht. Bei uns wird es heute sommerlich frisch. Ich zeige Ihnen zwei Gerichte, die man wunderbar auf dem Balkon oder auf der Terrasse essen kann. Bei einem werden diese Heidelbeeren hier eine Hauptrolle spielen. Wir machen nämlich ein fruchtiges Tiramisu. Vorher gibt es noch einen Tomatensalat als Vorspeise. Wie es geht, sehen wir jetzt. Beim Kaisers in Alt-Kaulsdorf wurde für das Rezept der Woche Heidelbeer-Tiramisu folgendes besorgt. 300 Gramm Heidelbeeren, 30 Gramm Pistazien, 250 Gramm Mascarpone. Speisequark, Parmesankäse, 12 Löffel Biskuits und Amaretto. Bei mir gibt es ja heute ein Heidelbeer-Tiramisu und da habe ich mir drei verschiedene Toppings ausgedacht. Da kann dann jeder zu Hause selbst entscheiden, was er am liebsten drüber machen möchte. Und zwar gibt es einmal Pistazien, die werde ich rösten. Die geben dann eine schöne grüne Farbe und so ein bisschen Crunch im Mund. Dann gibt es ganz klassisch Kakaopulver. Und wer mag und wer es richtig schokoladig mag, kann noch weiße Schokolade drüber rösten. Als allererst müssen wir mal den Heidelbeerkompott herstellen und das geht so. Wir geben Zucker in einen Topf und lassen den karamellisieren. Und damit das Karamell nicht so schnell anbrennt, das passiert mir nämlich gerne mal, gebe ich ein bisschen Wasser dazu. So, mein Karamell hat jetzt die perfekte Farbe und bevor es verbrennt, gebe ich schnell die Heidelbeeren dazu. Es zischt jetzt ein bisschen. Dazu gebe ich dann ein bisschen Zitronensaft, um den Geschmack der Heidelbeeren zu unterstützen. Und auch ein bisschen Zitronenabrieb. Das lasse ich jetzt bei niedriger Hitze etwa 5 Minuten köcheln, bis es zu einem schönen Kompott geworden ist. Kleiner Schuss Zimt kommt noch dazu, vielmehr eine Prise. Jetzt dürfen die Heidelbeeren im Zucker so lange schön kochen, bis es ein sämiges Kompott ergeben hat. Und dann kommt es mit der Mascarpone-Creme zusammen. Während meine Heidelbeeren kochen, kümmere ich mich um die cremige Creme. Und zwar nimmt man dafür, wie bei jedem vernünftigen Tiramisu, selbst bei meiner Sommerversion, Mascarpone. Das wohl cremigste, was der Markt zu bieten hat. Damit es nicht ganz so schwer ist, mische ich die Mascarpone mit ein bisschen Magerquark. Gleich kommt noch geschlagene Sahne drunter, weil ich glaube, Mascarpone ist das einzige Produkt auf der Welt, was man leichter macht, indem man Sahne drunter rührt. Und das werde ich gleich machen. Aber vorher gibt es erstmal noch ein bisschen Zucker in meine Creme. Und für das Aroma noch etwas Vanille. Und da würde ich wirklich mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und eine richtige Vanilleschote kaufen, weil das lohnt sich. Das ist viel, viel besser als Vanillezucker oder gar Vanillinzucker. Diese kleinen schwarzen Punkte liefern nämlich so viel Aroma. Darauf möchte man bei dem Gericht bestimmt nicht verzichten. Und da habe ich auch noch einen super Tipp für zu Hause. Vielleicht kennt ihr das auch schon. Aber man kann super einfach selber Vanillezucker herstellen. Zucker in ein Glas. Und jetzt die ausgekratzte Vanilleschote. Die hat echt noch genug Aroma für mehrere 100 Gramm von Vanillezucker. Einfach hier reinstellen, eine Woche stehen lassen und schon haben wir einen perfekten, natürlichen Vanillezucker. So, aber jetzt zurück zu meiner Creme. Die werde ich jetzt mit einem Rührgerät, um ein bisschen Luft reinzukriegen, aufschlagen. Das kann man auch mit der Hand machen, aber so kommt einfach noch mehr Luft runter. Und dann wird sie noch cremiger. Ruhig so lange schlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Zwischendurch sollte man natürlich mal kosten, vor allem bei Süßspeisen. Und jetzt ist die Creme zwar lecker, aber ich finde noch ziemlich fest. Also diese so ein bisschen wird fast mehr im Mund. Und um dem entgegenzuwirken, kommt jetzt ein bisschen Sahne rein. Die Sahne werde ich jetzt kurz aufschlagen, damit sie schön fluffig wird. Nehmen. So, meine Sahne ist jetzt fast ganz steif. Meine Oma hat die früher immer so geschlagen, dass sie so richtig schon eine Sekunde vor Butter ist. Aber das traue ich mich nicht. Kleiner Tipp noch für zu Hause, jetzt im Sommer gerade beim Sahneschlagen. Manchmal wird die Sahne nicht so richtig fest, weil sie so ein bisschen zu warm ist. Gerne mal ins Gefrierfach legen und das Rührgerät und die Rührschüssel auch ins Gefrierfach. Dann kann man auch im Sommer wunderbar Sahne aufschlagen, weil Sahne mag es nämlich nicht so gerne warm. So, zurück zu meiner Tiramisu-Creme. Da kommt jetzt die fast ganz steif geschlagene Sahne drunter. Nicht zu doll rühren, dass man die Luft nicht wieder rausrührt. Und wenn man jetzt noch mal kostet. Dann schmeckt es leicht und fluffig, genauso wie es sein soll. So, bei einem Tiramisu nimmt man ja immer Löffelbiskuits. Die sind ja von Haus aus
so ein bisschen trocken. Schmecken, glaube ich, nur Kleinkindern pur, so wie sie sind. Deswegen sollten diese trockenen Freunde ein bisschen getränkt werden. Bei einem normalen Tiramisu passiert das ja mit einem Alkohol und Kaffee. Ich nehme dafür heute Orangensaft statt Kaffee, weil wir machen ja was Fruchtiges, was ein bisschen Leichteres. Den Orangensaft mische ich mit einem Schuss Amaretto. Den kann man auch weglassen, wenn man für Kinder kocht oder so. Muss kein Schnaps rein, aber ich glaube, ihr Bruder kann es vertragen. So, und jetzt kommen wir zur Schichtarbeit. Und zwar nehmen wir da heute mal ein schönes Weinglas. Da kommen rein zuerst ein paar Löffel Biskuits. Die werden dann getränkt mit meiner Orangensaftmixtur, sodass sie sich richtig schön vollsaugen. Darauf kommt jetzt mein wunderschön lilafarbenes Kompott. Da kann man ruhig sehen, dass man ein bisschen den Rand berührt mit den Beeren. Also nicht oben, sondern unten, damit sich das dann außen auch ein bisschen abzeichnet. Sieht dann ein bisschen schicker aus. Dann lässt man die Creme reinplumpsen. Ein bisschen glatt streichen. Und die nächste Schicht. Löffelbiskuit. Auch ruhig an den Rand, damit man ihn außen sehen kann. Und Saft. Und die Beeren. Man kann alles riechen, die Vanille und die Orange und die Heidelbeeren, ein bisschen Zimt. So. Als letztes kommt noch mal eine Schicht Creme drauf. Die verstreiche ich wieder. Ich finde das auch schön, wenn man das einfach so ein bisschen rough lässt. Wenn überall noch so ein bisschen was zu sehen ist, dann kommt am Ende noch das Topping drauf und dann ist es schon fertig. Und zwar gibt es als allererstes meine gerösteten Pistazien. Die gebe ich jetzt ohne Fett in eine Pfanne. Passt aber schön auf, dass sie nicht zu braun werden. Währenddessen werde ich schon mal ein bisschen Schokolade raspeln. Kann natürlich auch andere Farben nehmen von Schokolade, aber ich finde, zu diesem weiß-lila-farbenen Süßkram passt die helle Schokolade sehr, sehr gut farblich. So, das reicht schon mal. Mit dem ersten Topping fange ich schon mal an. Und zwar nehme ich hier diese leckeren Schokoladenraspeln und ohne zu geizen kommen sie hier oben drauf. Dann kann man sich richtig mit dem Löffel so durch die Schokolade wühlen. Und die Finger ablutschen. So, das erste ist schon fertig. Mach ich mir ein bisschen Platz hier. Jetzt kommen nämlich noch die gerösteten Pistazien. Am besten warten, bis sie ein bisschen abgekühlt sind, weil die nehmen ganz schön viel Hitze auf. Über das zweite Tiramisu kommen dann die Pistazienkerne. Oh, die grüne Farbe macht sie aber auch nicht schlecht. Und als letzte klassische Version dann doch nochmal das Kakaopulver. Am besten mit so einem Sieb, dann wird es schön dünn, die Schicht. Die drei Gläser kommen jetzt in den Kühlschrank. In der Zeit mache ich noch schnell einen Tomatensalat und dann können wir essen. Ich mache jetzt noch einen ganz schnellen, ganz bunten, ganz leckeren Tomatensalat. Dazu nehmen wir eine rote Zwiebel. Die wird ruckzuck in kleine Würfelchen geschnitten. Eine Knoblauchzehe. Ganz, ganz fein. Wer sie richtig fein haben will, kann sie auch noch mal so ein bisschen drücken oder gleich durch die Presse geben. Puh, scharf im Auge. Toll, das habe ich aber selten. So. Stell dich nicht so an. Geht schon. So. Zu den Zwiebeln kommt Balsamico-Essig. So 2 bis 3 Esslöffel. Ein bisschen Zucker und schönes Olivenöl. Sowie Pfeffer und Salz. So schnell ist das Dressing dann schon zusammengerührt. So, jetzt kommen die Tomaten. Und ich habe versucht, einfach mal bunte Tomaten zu kaufen. Ich schneide das Grüne in der Mitte immer raus. Habe ich früher so gelernt, ob es wirklich nötig ist. Weiß nicht, ob das jemals herausgefunden wurde. Hier habe ich gerade so eine schöne grüne. Grün und rot, gelb. Hübsch ist es, jetzt schon. Wie viel aufregender so ein Tomatensalat aussieht, wenn man bunte Tomaten kauft. Das ist dann richtig so Kochen für Angeber, ne? Einfach mal bunte Tomaten kaufen und schon ist der Salat spannender.
Meine bunten Tomaten sind geschnitten. Jetzt kommt noch die Besonderheit. Und zwar als allererstes Basilikum. Ruhig großzügig sein. Und den jetzt nur grob schneiden. Ich möchte ruhig noch so ein paar richtige Blätter haben, auf denen man kauen muss. Das kommt dazu. Und jetzt kommt noch Parmesankäse. Und zwar wird er einfach auf einer groben Reibe zum Salat geraspelt. Hier auch ruhig großzügig sein mit dem Käse. Und als allerletzte Zutat noch mein spezielles Lieblingsgewürz oder wie auch immer, Schwarzkümmel. Das ist das, was man auf dem Fladenbrot so gerne mag. Ich versuche mir immer genau die Stücke rauszubrechen, wo am meisten Schwarzkümmel drauf ist. Aber ich sage euch, auch im Tomatensalat macht es sich ganz, ganz hervorragend. So, und jetzt kann man es nur noch einmal durchrühren. Guckt euch die bunte Farbenpracht an! Wie hübsch! Die perfekte Vorspeise für mein Tiramisu, glaube ich. Mmh. Fertig! Essen! Das Kaisers-Rezept der Woche finden Sie auf www.kaisers.de/Rezepte. Bei mir sind heute wieder zwei wundervolle Gäste, und zwar einmal Herr Wodarz und André, der Koch hier aus der Kochschule Berlin. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier bin auch. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an zu essen und dann quatschen wir ein bisschen. Was für ein wunderbarer Tomatensalat. Wirklich? Ja. Das Schöne ist mit den verschiedenen Farben, man kann das hier sogar kaufen. Verpackung, gelbe Tomate, dunkle Tomate, rote, grüne. Und das sieht doch einfach großartig aus. Farben ist immer schön. Und geschmacklich. Ich muss nämlich sagen, dass André nicht nur mein Gast heute ist, sondern auch ein Freund von mir. Wir haben uns nämlich beim Hoffest kennengelernt. Als ich hier nachts über 300 Burgern versackt bin, hat André mich ganz schön unterstützt. Und du hast ja auch was gekocht beim Hoffest, ne? Ja, habe ich. Bei mir gab es Lachs und eine Kräuterkrabbenhaube. Vanille-Chili-Möhren gab es dazu und Erbsen-Minzpüree. Hat großen Eindruck hinterlassen, auch bei den großen Kollegen, die mitgekocht haben. 30 Restaurants waren sie immerhin, gerade. Mir hat es auch sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, deine Burger fand ich auch gut. Habt ihr ja am Ende der Donau geschafft, die 300. Aber sag mal, eure Kochschule hat sich hier wirklich in Berlin durchgesetzt. Ich höre immer wieder ganz begeistert, die Kurse sind ausverkauft, oder sie jedenfalls sehr gefragt. Ja, 4,5 Jahre sind wir jetzt hier. Also das, ich sag mal, neben der Konkurrenz, die in Berlin natürlich extrem ist. Und die groß ist, ja. Ja, definitiv. Also man macht sich halt natürlich seinen Namen über die Zeit. Ganz toll, also Chapeau. Ja. Und weil du so ein charmanter Koch bist. Oh, ja. Und deswegen gibt es auch was Süßes. Oh ja, was Süßes ist immer gut. Und zwar habe ich 3 verschiedene Desserts gemacht. Also immer die gleichen mit verschiedenen Toppings. Und ich würde sagen, du darfst dir zuerst eins aussuchen. Dann Herr Wodarz und ich nehmen das, was übrig bleibt. Ich bleibe noch ein bisschen beim Tomatensalat. Dann nehme ich die mit den Pistazien. Was hast du hier gemacht, Feli? Hier? Ja, hier. Was ist das jetzt für ein Dessert? Das ist ein Tiramisu mit Heidelbeeren. Und also ein bisschen leichter. Ich habe ein bisschen Sahne runtergehoben, damit es nicht fluffiger wird. Ich finde, im Glas sieht das immer schön aus. Und jeder hat sein eigenes. Also jetzt muss sich unser Gaumen erstmal gewöhnen nach dem Tomatensalat. Erstmal auf das Süße jetzt, ja. In ganz andere Richtung. Und sieht sehr schön aus. Kann ich mal? Natürlich. Kann ich mal bei dir kosten? Ja, ausnahmsweise. Wie gesagt, wir sind auch Teile zwar selten, aber... Hey, stimmt doch gar nicht. Ja, das stimmt nicht. Das wäre lecker. So, wir werden jetzt noch ein bisschen schmausen und dann sehen wir uns nächste Woche bei Berlin kocht. Vielleicht dürfen wir sogar noch mal hierher kommen. Sehr gerne, jederzeit. Dürfen wir, ja? Ja, dürft ihr. Dankeschön. Tschüss! Tschüss! Präsentiert von Kaisers.